Ja, die erste Halbzeit war wirklich gut von uns. Auch aufgrund der Tatsache, dass wir ein paar Wechsel hatten, war es dann wirklich sehr stabil und wir hatten auch viele Chancen. Müssen eigentlich in Führung gehen. Das war so ein bisschen das, was gefehlt hat. Und wir haben dann Anfang der zweiten Halbzeit uns das Leben einfach viel zu schwer gemacht, weil wir einfach Ballverluste hatten in der gegnerischen Hälfte und Freiburg wurde dadurch dann immer stärker. Und ja, also ich glaube, das Hauptproblem war gestern die Chancenverwertung. Ja, also ich bin natürlich froh, dass ich getroffen habe gestern. Aber das Headline ist immer noch, dass wir keine Punkte geholt haben. Deswegen sind wir alle enttäuscht. Aber heute bin ich natürlich auch ein bisschen stolz, dass ich wieder gespielt habe und wieder ein Tor gemacht habe.